Alles klar, es funktioniert wieder. Gut. Böses Mikro, böses Mikro. Ich sage einfach mal, buongiorno, meine Klamakaronis, zu einem neuen Livestream, zu einem Spiel, welches ich noch nie gespielt habe, wo ich keine Ahnung von habe. Ich weiß nur, es ist ein Hack'n'Slay. Wir spielen heute ein bisschen, also wir machen einen Let's Test. Ich habe ja gerade geschrieben, ne? Let's Test, Lords of the Fallen, bis 20 Uhr ungefähr. Mal gucken, wie das Game so ist. Ich habe keine Ahnung. Für die PS4. Ich habe es einfach mal gekauft. 20 Euro. Dachte, komm, ich habe mir angeguckt. Ein Trailer hat man mir so im Laden gesagt. Hast du das schon gesehen? Und nö, habe ich nicht. Ja, guck mal. Ja, sieht okay aus. Mal gucken, ne? Ich bin gespannt. Lords of the Fallen. Der gute Herr. Sieht sehr glücklich aus, möchte ich nur mal anmerken. Lass mich mal überraschen, wie das Spiel sein wird. Ich habe keinen Plan. Hack'n'Slay soll brutal sein. Ich bin gespannt. Da wir CI Games Deck 13 interaktiv. Sea of Thieves. Lords of the Fallen. Wir laden einfach mal. Dieses Spiel speichert an bestimmten Punkten automatisch starten auf dem Festplattenlaufwerk. Bitte nicht ausschalten während dieses... Ach, nee, sag an. Moin, Drago. Na, ist gut bei dir? Ja, dann hau mal raus. Suche Speicherdaten. Es gibt keine. Mit wegen der Ton. Gesamtlautstärke, Stimmlautstärke. Ah. Ich mach das mal so. Oh, die Stimmen sollen gut zu hören sein. Ah, okay. Anzeige. Untertitel anzeigen. Gesundheitsanzeige anzeigen. Schadenanzeigen. Questtext. Immer anzeigen. Korrektur. Chromatische Abweichungen. Bläh, was? Haben wir Empfindlichkeit. Y, X, X. Gegner automatisch anvisieren. Ne, lass mal. Nach Töten eines Gegners Ziel wechseln. Alles klar. Oh, bei mir ist auch alles super. Hab Feierabend. Ich teste mal ein neues Spiel an. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Ich habe keinen Plan. Es ist ein Hack'n'Slay. Lords of the Fallen. Schauen wir mal. Wir haben 4 Spielstände. Okay. Ganz klassisch den ersten. Okay. Auswahl der Magie. Der Magie-Klasse. Okay. Der meisterhafte Schläger überwältigt seinen Gegner mit schierer Kraft und mächtigen Zaubern. Prügel. Aha, Gebet. Ein bewegungsloser Klon, der die Gegner auf sich zieht. Stellt einen Teil deiner Gesundheit mit der Zeit wieder her. Rage. Eine dich umgebende Kraft, die deine Angriffskraft erhöht, sowie Energiebeschränkungen aufhebt. Erdbeben. Dein mächtigster Verbündeter steigt herab, um dir zu helfen und zerschmettert deine Gegner mit einem riesigen Hammer. Ist es Tor? Rammen. Ein mächtiger Sturmangriff, der Gegner nicht nur schadet, sondern sie benommen machen oder zu Boden werfen kann. Alles klar. Dann, also hier, ne, einmal Prügel. Dann haben wir Täuschung. Gebet. Ein Bewegungs... Okay, Klon der Gegner auf sich sieht, erhöht die Energieregeneration. Ah, okay. Phasenwechsel. Hakin wechselt in die Schattendimension. Sein nächster Angriff ist vernichtend, bringt ihn aber wieder zurück. Stich, ein blutrünstiger, übernatürlicher Assassin. Assassine sprintet zu ihrer Beute, um sie zu töten oder ihr schweren Schaden zuzufügen. Mimikri, ein magisches Phasenwesen, folgt dir, wiederholt deine Handlungen und verursacht den gleichen Schaden wie du. Interessant. Und dann haben, warte mal, hier, ne, die zwielichtige Magie konzentriert sich darauf, Gegner zu täuschen und tödlich zu verletzen. Dann haben wir die Magie, das Magie der Gelehrten umfasst hauptsächlich Defensivzauber, um dich zu heilen und zu schützen. Das ist überhaupt nicht meins. Gebet, ein bewegungsloser Klon, der, Magie-Regeneration, Obdach. Eine Schatzhülle, eine Schutzhülle, die alle Widerstände erhöht und erlittenen Schaden spiegelt Benommenheit. Ich war letztes Wochenende auch benommen. Eine mächtige Kraft versetzt die Gegner in Furcht, verlangsamt sie und reduziert ihre Widerstände. Bestrafung. Auge um Auge. Feindliche Angriffe werden gerecht, indem der Gegner betäubt wird. Ich nehme natürlich den Prügelhans. Habe ich Bock drauf. Ausrüstung, Auswahl, Ausrüstung, Kriegerset, Stahlscharwert, schwerer Shield.
Schwere Rüstung. Rüstungswert, Balance, okay. Gewicht. Stahl durch. Die Standardausrüstung für Gefangene, die begnadigt und rekrutiert wurden. Stahlplattenpanzer bieten dem Soldaten ausgezeichneten Schutz auf Kosten der Beweglichkeit. Die Ausrüstung wird durch ein zweckmäßiges Schwert und einen ebensolchen Schild ergänzt. Okay. So. Mal kurz gucken. Hier, Stahlschwert, ne? Ja, ganz mächtig. Kraft und so. Mhm. Gewicht. Schaden. Okay. Interessant. Dann haben wir aber das Set hier. Diese überwiegend von Dieben und Gaunern getragene Lederrüstung ermöglicht gute Beweglichkeit. Ein paar Dolche, die... tödliche Waffe abgerundet. Okay. Der sieht interessant aus, habe das Spiel auch mal gespielt. Fand es echt schwer. Ja, es soll nicht gerade leicht sein, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Spiel sein wird. Ein von den Kampfmönchen des Nordens geschmiedetes Rüstungsset. Dank seiner guten Balance zwischen Beweglichkeit und Verteidigung zusammen mit einer schrecklichen, stumpfen Waffe und einem hochwertigen Schild ist dieses Set eine gute Wahl für ein Multitalent. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, meine DLCs zu verwursten. Verdammt, warte mal. Habe ich ganz vergessen. Der Hammer haut echt rein, ist aber auch leider sehr lang. Ja, ich glaube, ich werde was Standardmäßiges machen. Ich habe jetzt total vergessen, ich habe ja die Complete Edition mir gekauft. Da ist alles Mögliche drin. Das wollte ich eigentlich mit benutzen. Ich bin ein bisschen bräsig. Warte mal kurz. Ich mache das mal im Live. Wir gehen mal kurz einen Code einlösen. Einen Abschusscode. Ja. Ne? Wenn ich das Spiel weiterspiele, dann kann ich das immer noch machen. Okay, haben wir jetzt ich haut gut rein. Dolch ist nicht so. Ich glaube, ich nehme den Klassiker. Schön, so, habe alle möglichen Kombinationen gespielt, ist aber schon eine Weile her. Sollte es vielleicht mal wieder probieren. Ja, ich bin gespannt. Zusammenfassung. Harkin, der Krieger. Attribute, Stärke, Vitalität, Glaube. Mein Glaube ist nicht vorhanden. Ausdauer, Geschicklichkeit, Glück. Extras Heiltrank. Aha, Geisterrufsplitter. Furchtlose Kämpfer, die in der Nahkampfkunst mit Schwert und Schild ausgebildet sind. Sie sind berühmt dafür, erst zu kämpfen und dann Fragen zu stellen. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt. Nächster Hinweis, okay. Wartest du darauf, dass deine magische Energie für einen Zauber ausreicht? Achte auf das Zaubersymbol unten rechts, es leuchtet dann auf. Alles klar. Die Magie-Klasse bestimmt deine Spielweise. Ein Krieger sollte beispielsweise mehr darauf achten, schneller zu lesen. Danke. Danke, Spiel. Ich danke dir vielmals. Gefallener Gott, Schöpfer und Zerstörer von Welten. Höre meinen Ruf! Meinen Ruf!
meinen Ruf des Widerstands! Steinwehr, Hand Gottes. Mann, das war schon echt geil. Eine andere Zeit, ein anderer Krieg. Warte, wir haben Steinwehr erreicht. Und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. Wir sind endlich da. Machen wir uns an die Arbeit. Es ist ruhig. Zu ruhig. Selbst für ein Kloster. Warte. So müssen Untertitel eingeblendet werden. Mit leichter Schattierung, damit man sie auch lesen kann. Alles klar. Grundlagen. Gegen einen Roger anzutreten ist eine große Herausforderung. Um die Grundlagen zu lernen, nähere dich dem Marodeur direkt vor dir mit Tipp, wenn du jetzt keine Hilfe brauchst, drücke einfach Kreis. Alles klar. Sag ich mal, tryhard-mäßig einfach die Hilfe wegmachen. Warte mal. Mal kurz was gucken. Option. Ich glaube, die Untertitel brauchen wir nicht. Ich wusste gleich, dass es eine deutsche Synchro gibt. Die Synchronstimme war übrigens der Synchronsprecher, der auch Syrah Butler synchronisiert, was ich echt cool finde. Untertitel mache ich mal aus, weil die brauchen wir nicht. Diese deutsche Synchro muss reichen. Fortsetzen. Okay, Fokus. Die erste Regel im Kampf lautet fokussieren, um deine Sinne und die Kamera auf einen Gegner zu fokussieren. Drücke jetzt R3. Ich war natürlich... Achte auf die zwei Klammern, die um die TP des Gegners erscheinen, um den Sieg und den Signalton. Tipp, diese Strategie wird von unerfahrenen Kriegern oft vergessen. Das kenne ich aus Warriors-Spielen. Blocken. Halt mal kurz an. Der einfachste Weg, nicht getroffen zu werden, ist zu blocken. Um dein Schild zu heben, musst du drücken und gedrückt halten. Tipp, nur manche Schilde können jeglichen Schaden blocken. Alles klar. Timing. Das Verhalten deiner Gegner folgt denselben Regeln wie dein eigenes. Sie können benommen gemacht werden, wie es der Marodeur ist. Dies ist das perfekte Zeitfenster für einen Angriff. Versuche einen schnellen Schlag mit... Tipp, Waffen ermöglichen unterschiedliche Angriffe, von denen sich nicht alle für jedes Zeitfenster eignen. Kombination. Jetzt nicht aufhören. Wenn du erneut drückst, folgt der nächste Angriff. Ausweichen ist ebenfalls eine sehr praktische Strategie, doch sie erfordert das richtige Timing. Drücke und halte auf eine Seite, links oder rechts, und drücke
Okay. Tipp, wenn du eine Rolle vollführst, bist du unverwundbar, solange du dich am Boden befindest, nicht beim Ausweichen oder Abducken. Alles klar. Schläge. Harte Schläge funktionieren ähnlich wie die schnellen. Sie dauern nur länger und verursachen dafür aber mehr Schaden. Drücke, um dem Marodeur wirklich weh zu tun. Risiko. Du kannst jetzt mit einem weiteren schweren Angriff nachsetzen, indem du drückst nur zu. Es kann nichts passieren, da sich der Marodeur nicht rechtzeitig erholt. Tipp, für den Rest des Spiels musst du das Risiko selbst einschätzen. Alles klar. Tutorial the game. Auf jeden Fall. Haushalten. Die zweite Regel im Kampf lautet Haushalten. Der orangene Balken unten im Bild zeigt deine Energie an. Behalte sie beim Kämpfen im Auge. Sie regeneriert sich zwar, wird aber von den meisten Aktionen verbraucht. Ach ja, Glückwunsch zu deinem Sieg. Drücke, um dein Abenteuer zu beginnen. Tipp für alle drei Balken unten. Gesundheit, Rot, Energie, Orange und Magie, Blau sind höhere Level möglich. Können looten. Alles klar. Tutori als sollten abgeschnitten werden. In dem einen Online-Rollenspiel, das ich spiele, wird der Synchronsprecher von Nicolas Cage gesprochen. Das ist auch ein sehr guter Synchronsprecher. Hat eine sehr gute Synchronstimme. Okay, blocken. Okay, Rolle. Wir sind nicht gerade schnell beim Rollen. Interessant. Öffnen. Ah, okay. Hallo. Ah, okay, so kann ich da hin und her switchen. Ah. Ach du Scheiße. Maxi und seine zwei Bomber stürmen in den Stream und hosten gleichzeitig. Danke dir, Max. Dankeschön. Freu ich mir. Ah, okay, man kann auch mit einem Schild. Alles klar, wir wollen mal testen. Oh. Alles klar. Ja, ich bin es gewohnt, mit den Knöpfchen anzugreifen. Okay, war da was? Kann man hier auch looten? Nein. Verdammt. Oh, die Steuerung, ne? Lass mich mal kurz was gucken. Option. Steuerung, Kontrolleinstellung. Kann man da irgendwie... Ah. Auf Zauber wechseln, gedrückt halten, ausgewählten Zauber benutzen. Okay. Alternativ. Nicht definiert. Interagieren. Okay. Ein Synchronsprecher, der hatte mal... Ich lasse erstmal die Steuerung so, wie sie ist. Ich werde mich schon daran gewöhnen. Und wenn nicht, habe ich Pech. Das wurde mir gerade so schön erklärt. Alles klar. Hab ja nicht aufgepasst, ey. Alles klar. Gehe ich überhaupt sofort den richtigen Weg, oder... Mache ich ja alternativ wieder alles andere. Schon wieder. Es ist in mir. Was? Es verändert mich. Mein Schädel. Die Knochen bewegen sich. Sie wachsen. Es fühlt sich nicht wie Gift in meinen Adern an. Eher wie flüssige Finsternis. Wir haben bei den anderen schon gesehen, was als nächstes passiert. Erst lässt das Augenlicht nach. Dann folgt der Verstand. Bruder William, Grausam. Bruder Peter und ich werden nicht zulassen,
dass die Krankheit uns überwältigt. Wir wählen den Tod, bevor er uns wählt. Alles klar, das ist nicht irgendwie Verschwendung vom Leben. Warum kann man alles kaputt machen? Ach Mann, ich werde wieder sehr viel kaputt machen und suchen. Ja, einige sind dann auch abgesprungen. Ja, ist ja kein Problem, ne? Ich renne auch immer weg. Ah, okay. Ja, ich bleibe auch nicht bei jedem Haus dabei. Ist ja auch völlig normal. Aber ich gucke erstmal hier. Ich glaube, wenn ich da unten hergehe, das ist wirklich der richtige Weg. Sprich mit Kaslo. Ah, gleich. Ich glaube, unten ist doch optional. Ich gehe erstmal unten lang. Okay, man kann auch rennen, das ist sehr gut. Was hältst du von den kommenden Pokémon-Spielen? Davon halte ich überhaupt nichts. Gefällt mir null. Ich glaube, die Steuerung... Weißt du was, ich probiere mal die andere Steuerung aus. Die neuen Pokémon-Spiele, ganz ehrlich, ist überhaupt nicht meins. Muss ich nicht haben. Interagieren, ausweichen, springen aus dem Sprint. Ausgewählten Zauber benutzen. Blocken leichter, Schild, ja schon benutzen, Zauber wechseln. Ich glaube, ich nehme die Steuerung. Ja, rollen. Okay. Ja, ich bin gespannt, wie das, wie die neue Generation sein wird. Du hast kommen gesagt. Waren teilweise 15 Leute bei. Das ist doch voll geil. Das freut mich für dich. Oh. Fuck it. Ich wollte den Heiltrank nicht nehmen. Okay. Das ist ja noch schlimmer, als da hin und her zu wechseln. Ja, wir bleiben... Es bleibt alles so, wie es ist. Da mache ich doch über den hier. Scheiße. Naja. Haben wir mal Mist gebaut. Hey. Kommt in der besten Familie vor. Widerliche Hackfresse. Ich habe Erfahrungspopel gekriegt. Das lohnt sich ja alles kaputt zu schlachten. Ach ja, man muss ja gedrückt halten. Okay. War das auch kaputt? Ja, läuft. Wir sind ein richtiger Rambo. Und dann habe ich gefragt, wie alt die denn waren, die Minderjährigen waren. Oh. Nuki muss auch nicht übertreiben, ne? So. Okay, alles kaputt machen. Der gute Mann haut einfach alles zu Klump. So gefällt mir das. So ein richtiger Kratos-Verschnitt. Okay. Wir gehen gleich weiter. Ich glaube, das ist ein Spiel, da kann man sich ein bisschen Zeit für nehmen und in Ruhe zocken. Genau, erst alles zu klein aus verarbeiten. Das ist elementar wichtig. Was macht schon mal einen guten Ersteindruck, möchte ich anmerken. Man wird auch nicht sofort überfordert oder irgendwie sowas. So von wegen, hier hast du 5000 Optionen, siehst du, wie du klarkommst. Okay. Komm, dann sprechen wir mit dem Dude. Ey, was geht? Sie ist verschlossen. Sie ist verschlossen. Kaslo. Kassler. Du blutest. Wie finden wir Antanas? Gibt es Überlebende? Wie öffnen wir die Tür? Hilf mir. Kaslo. Du verlierst immer noch Blut. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Du musst am Leben bleiben. Wir haben es zu weit geschafft, um jetzt aufzugeben. Oh, verdammt, jetzt würde ich gerne alle möglichen Gesprächsoptionen durchklicken. Alles, alles möchte ich. Du musst am Leben bleiben.
Es wäre eine Schande, wenn du es nach all dem nur bis zur Türschwelle schaffen würdest. Ich habe solche Verletzungen schon behandelt. Ich kümmere mich darum, sobald wir drinnen sind. Aber du blutest. Kaslo, du verlierst immer noch Blut. Ach, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Du musst am Leben bleiben. Ah, okay, wir können... Können wir jetzt echt alles durchkriegen? Das hilft mir nicht besonders, wenn du verblutest. Ich werde dir hoffentlich die Unannehmlichkeiten meines Todes ersparen. Das will ich doch meinen. Kaslo, du verlierst immer noch Blut. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich werde dir hoffentlich die Unannehmlichkeiten meines Todes ersparen. Das will ich doch hoffen. Ich klicke ja jetzt nicht nochmal drauf. Wie finden wir Antanas? Wie finden wir Antanas, wenn wir es reingeschafft haben? Der Mann, den wir suchen, er will gefunden werden. Ah, alles klar. Ich sehe nur Leichen. Keinen einzigen Überlebenden. Antanas würde sein Leben geben, um sein Volk zu schützen. Wenn er noch lebt, dann gibt es auch noch andere. Mhm. Wie öffnen wir die Tür? Es muss doch möglich sein, diese verdammte Tür aufzubekommen. Vielleicht einen Schalter? Oder einen Schlüssel? Ich war noch nicht fertig. Wir müssen einen Weg auf die andere Seite finden. Ich wollte nochmal du Blutes aktivieren. Scheiße. Diese Kreaturen kommen immer wieder. Wir wehren sie ab, doch es sind zu viele. Es ist widerwärtig, wie sie sich bewegen. Die Glieder drehen und biegen sich auf eine Art, wie sie es nicht sollten. Und der Geruch, es ist, als ob Feuer und Tod einem in die Nase kröchen. Eine der Kreaturen spuckte uns im Kampf an. Der Speichel traf mein Auge. Es brannte und brennt sich immer weiter in mich hinein. Wie grausam. Welch grausiges Schicksal. Ja, das Voice-Acting ist typisch deutsch. Ab und zu nicht das Beste, aber es ist immer noch gut. Manchmal reißen die richtigen Synchronstimmen einiges raus. Haben wir jetzt... Ah, hier war ich noch gar nicht. Du kleine, widerliche Qualle. Danke, Merkel, aber ehrlich. Aber locker da hinten. Ich muss erst looten. Ha! Siehst du, hat sich gelohnt. Energiesplitter, läuft doch gut. Dafür, dass wir am Anfang sind. Wenn das Spiel keinen Schwierigkeitsgrad hat, dann werde ich irgendwann bestimmt arge Probleme kriegen. Ja, damit. Ja, damit. Lieber Vater, die Feuer am Horizont breiten sich in Richtung unseres Dorfes aus. Ich flehe dich an, gib ab. Etwas Böses geht vor sich. Das kann ich spüren. Du kannst jederzeit hier im Kloster Zuflucht suchen. Was auch immer geschieht, Antanas kann uns retten. Bitte. Bitte gib auf dich acht. Herausforderung, du solltest dir merken, wo du dieses magische Portal findest und auch die anderen. Es öffnet sich, wenn du einen mächtigen Gegner besiegt hast. Ein Gegner, ein Portal. Tipp, auf der anderen Seite wartet immer eine Belohnung, aber du bekommst sie nicht immer. Okay. Das letzte Wort konnte ich mehr lesen. Interessant. Aufsammeln. Ist das der mächtige Gegner? Oder finde ich hier unten den mächtigen Gegner? Oder in diesem Wandregal? Naja. In dem Fass? Nö. Okay. Spiel Leiche. Du Kackpratze. Riesenschlüssel. Questgegenstand. Sehr schön. Ja, das nehme ich noch mit.
Okay, das sind ja gute Aussichten. Dir haben sie nicht gefallen, aber bitte keine Spoiler, falls du dich an irgendwas erinnerst. Da wäre ich sehr dankbar. Okay. Kann ich? Da kann ich nicht durch. Schade. Halt, ganz wichtig. So, es hätte was drin sein können, ne? Nordflügel. Mhm. Der Mordflügel. Portale. Portale in die Vergangenheit. Wie hat er mich denn getroffen? Alter. Wie verwende ich denn doch mal so einen Trank? Bei der Steuerung weiß ich es gar nicht. Aus welchen Tränken wechseln, gedrückt halten, ausgewählt. Ah, okay. Ach man, wieder den falschen Knopf. Ab, Bastard. Warst du mein Gegner? Natürlich nicht. Kacke. Okay. Das Kämpfen muss ich auf jeden Fall üben. Einfach weg. Was? Einfach wegballen, wenn gespoilert wird. Ah, alles klar. Das kann man natürlich machen. Geisterrufsplitter. Energiesplitter gefunden, okay. Ja, dann wollen wir mal. Alles klar. Gefällt mir überhaupt nicht. Arschloch. Okay. Wollte ich gar nicht. Komm, das benutzen wir einfach mal. Oder auch nicht. Autsch. Oh, shit. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir werden erst beim ersten Hüter einmal verrecken. Ah, wieder den... Ich mach's schon wieder.
Alles klar, haut mal seine Rüstung in die Fresse. Okay, wenn er den macht, dann kann ich einmal kurz richtig reinzwiebeln. Alles klar. Ja, schon wieder. Ich bin so doof. Wieder. Alter. Ja, er hat mich natürlich auch getroffen. Okay, ich werde gleich sterben. So, und das war's. Es wird euch das Leben... Alles klar. Eine Trophäe erhalten. Wahrscheinlich, hey, du bist geschoben. Wenn dir Beweglichkeit wichtiger ist als... Ey! Ich kann ich nicht lesen. Besiege den ersten Hüter, den ersten Roga-Herrscher. Alles klar. Kurz gucken. Okay, mit dem Knopf war das. Alles klar. Mit Dreieck. Okay. Einer Wichser. Nein. Mist, ich muss auch. Boah, das Blocken muss ich echt üben. Mist, Alter. Okay, einmal den hier. Komm. Ah, ist das ein Essen da?
Geh mal weg. Geh mal kacken. Lass mal ein Trinken. Er ist nicht gerannt. Das war super dumm. Du hast deine verlorene Erfahrung wieder. Okay. Jo, alles klar. Lass mal deine Defense fallen. Wie gut, dass ich, ne? Und so. Was? Warum hat er mich getroffen? Das ist doch ein Witz. Kleiner Wichser, Alter. Es ist echt nicht leicht. Meine Fresse, ey, man kann aber auch... Ich will meine verlorene Erfahrung wieder haben. Nein, du solltest nach hinten wegspringen. Ja, mach mal ruhig. Wir sind echt langsam. Vielleicht hätte ich was Beweglicheres nehmen sollen. Läuft doch. Mist, war ich zu langsam. Natürlich hat er mich noch getroffen. Alles klar. Ja, Timing ist alles. Nein, 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 nein. Mann. Es war ein Trinken. Es war ein Heben. Nicht so langsam werden, ne?
Na komm. Der blöde Stricher. Nein, du sollst trinken. Nein, falscher Knopf. Oh, weil ich doof bin. Jetzt tippt mir einfach einen Scheitel, ey. Nein, 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 nicht gut. Mist. So, es geht doch, meine Güte, Alter. First try. Erster Hüter beim ersten Versuch. Was war das? Einer dieser Herrscher, von denen Kaslo mir erzählt hat? Okay. Ist das einer dieser Lords of the Fallen? Mysteriös. Haben wir doch easy umgeklatscht, den guten. Hey. Bin Profi. Hab ich da? Versiegelte Rune, groß, unbekannte Rune, Beständigkeit, Großschwert. Okay. Was ist das? Charakterentwicklung. Du trägst die Erfahrungen, die du durch das Besiegen von Gegnern gewinnst, bei dir, bis du sie entweder verwendest oder stirbst. Ja, toll. Je mehr du bei dir trägst, desto bessere Belohnungen erbeutest du von Gegnern. Wenn du deine bisher gesammelte Erfahrung jedoch nicht verlieren willst, solltest du sie an Speicherpunkt splittern, wie diesem hier, sichern. Im Fall, dass du stirbst, bleibt sie dir so erhalten. Dafür wird aber dein Beutemultiplikator zurückgesetzt. Es hat also Vor- und Nachteile. Durch das Ausgeben von Erfahrungen erhältst du Attribute und Zauberpunkte. Halte gedrückt, um Erfahrung für Zauber zu verwenden. Oder halte gedrückt, um sie für Attribute zu verwenden. Dazu musst du das Charakterentwicklungsmenü öffnen, während du dich in der Nähe des Speicherpunktsplitters befindest. Tipp, drücke, wenn du deine Erfahrung jetzt nicht verwenden willst. Drücke, ansonsten. Okay, ich möchte es ausprobieren. Gebet. Zauberpunkte, Attributpunkte, okay. Hier werden Informationen über deine Erfahrungen und deine verfügbaren Zauber- und Attributpunkte angezeigt. Du kannst deine Erfahrungen aufbewahren, während du dich in der Nähe eines Kontrollpunkts befindest. Benutze Erfahrungspunkte zu verwenden. Erfahrungen, die du aufbewahrt hast, geht nicht verloren, wenn du stirbst. Okay. Hier werden die wichtigsten Werte deines Charakters angezeigt. Du kannst den Grundschaden deiner Angriffe überprüfen, sowie die Menge an Erfahrung, die du aktuell bei dir trägst und wie gut deine Ausrüstung dich vor Angriffen schützt. Okay. Du solltest besonders auf deine Ausrüstungsgewicht achten, da dies deine Bewegungsgeschwindigkeit beeinflusst. Okay. Dies ist das Attribut- und Zauberauswahlrad. Drücke in Richtung der gewünschten Gegenstandskategorie. Drücke, während du gedrückt hältst, um deine Auswahl zu bestätigen. Hier werden detaillierte Informationen gewählten Attribut der. Diese werden ebenfalls hier angezeigt. Okay. Hier wird die Attribut- oder Zauberkategorie angezeigt, die du mit dem Auswahlrad links gewählt hast. In dieser Ansicht kannst du Zauberattribute freischalten oder verbessern, wenn du über die benötigten Punkte und sonstigen Erfahrungen verfügst. Okay.
Okay. Ach so, okay, das war jetzt nur... Alles klar, das war nur für die Erklärung. Okay, dann lass mich mal gucken. Harkin, Level 10, verfügbare Punkte, aha. Zauberpunkte, aha. Gebet. Momentane Erfahrung. Hast du noch keinen Kampfzauber und wie gefällt dir das Spiel bis jetzt? Es ist interessant. Ich finde es wirklich interessant. Wirkt sich nicht auf den Schaden mit stärkebasierten Waffen aus, sondern verbessert auch leicht deine Fähigkeiten, eine schwere Ausrüstung zu tragen. Okay. Schaden maximaler Ausrüstungsgewicht. EP aufbewahren. EP aufbewahren. Momentane Erfahrung. Da kann ich, glaube ich, erstmal nichts machen, ne? Nein, wollte ich noch nicht. Mann. Mhm. Gib ihm Kraft. Okay. Das sagt mir jetzt was? Scheiße, ich bin ein bisschen unwissend. Ah, okay. Jetzt schneide ich das. Okay, ich muss das da reinballern, dann kann ich das hier... Alles klar. Aha. Okay. Speichern ohne deinen Erfahrungsbonus zu verlieren. Halte einfach gedrückt. Ah. Okay. Okay, da ist das Ladedonut. Der Speicherdonut. Alles klar. Läuft doch gut. Okay, dann können wir jetzt erstmal weitermachen. Nordflügel. Überraschung. Es gibt viele Möglichkeiten, erhöhten Schaden zu verursachen. Ein Überraschungsangriff ist einer davon. Nähere dich dem Verseuchten langsam und leise, indem du leicht nach vorne bewegst. Tipp, drücke, falls du keine Hinweise benötigst. Alles klar. Position. Stell dich direkt hinter den Gegner, um deinen Spezialangriff auszuführen. Es kann außerdem hilfreich sein, die Kamera auszurichten. Drücke. Das funktioniert nicht, wenn du keinen Schild gehoben hast. Ah, wenn du deinen Schild gehoben hast. Alles klar.
Der Gegner scheint immer noch nicht zu wissen, dass du hier bist. Die perfekte Gelegenheit für deinen Spezialangriff. Drücke, und freue dich an deinem Angriff aus dem Hinterhalt. Spezialangriffe sind zwar sehr stark, aber nicht immer tödlich. Aha! Ja, geil! Ach, schön brutal und hinterhältig. Komischen Gammelköppe. Okay, hier ist schon mal nichts. Ich glaube, das Spiel werden wir mit der Zeit hier schön im Stream durchspielen. Na, was war das denn? Kleines, widerliches Mistvieh. So, her damit. Bald nachdem der Gott verbannt wurde, trennten sich die drei Männer, die nun als die Richter bekannt waren, für immer. Mit Ausnahme ihres gemeinsamen Zieles waren sie auf jede mögliche Weise unterschiedlich. Drei Statuen wurden auf dem Platz der Richter für sie erbaut, um ihre grundverschiedenen Wege darzustellen. Diese Statuen bewahren Geheimnisse, als wären sie ihre Herzen. Doch sie sind im Stein verborgen. Nur ein Splitter der Helden könnte ein solches Herz zum Schlagen bringen. Und nur eine unirdische Kraft könnte es herausreißen. Komm, mach doch. Ja, nicht so. Weiß ich, bin ich gerade der beste Kämpfer. Deine Erfahrung. Mit jedem Sieg in Folge erhöht sich deine Chance. Speicherst oder stirbst. Du hast nur mal sicher gehen. Alles klar. Ich öffne auch mal die Tür. Halt die Klappe und stirb! Ehrliche Kackfratze. Hier ist niemand. Nur auf der Durchreise. Mal kurz gucken, was haben wir da Schönes drin? Alles klar, nehmen wir mit. Die kleinen Schlabberköpfe, die sind easy. Wir kommen gegen diese Streitkräfte nicht mehr viel länger an. Wir müssen ein Versteck finden. Einen Ort hinter Mauern mit Soldaten. Mächtiger Antanas, wir werden uns auf den Weg machen. Bitte bereitet euch auf einige Dutzend Flüchtlinge vor. Ah, dieses Unwort. Flüchtlinge. Ist ja ekelhaft. Ich werde sie alle mit meinem Schwert zerteilen. Flüchtlinge. Boah, grausam. Genau waren die Herrscher. Sie besaßen Macht jenseits unseres Verständnisses. Sie kämpften erbittert und folgten ihrem Gott blind. Wer auch immer versuchte, mit ihnen zu reden oder zu verhandeln, scheiterte. Die Herrscher kamen nicht, um zu reden. Sie kamen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, die Armee der Roga gegen die Menschen zu führen. Alles klar. Easy. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass sie was können. Ja, Fluchlinge. Das ist auch gut. Fluchlinge. Das ist echt gut. Dann machen wir mal. Nächster Hinweis. Wenn eine vollständige Rüstung zu schwer ist, kombiniere dein Set mit leichten Rüstungsteilen oder trage nur ausgewählte Teile. Ja, das werden wir bald machen. Du kannst wählen, ob das nächste Ziel deiner Reise die ganze Zeit oder nur in wichtigen Momenten angezeigt wird. Alle Klärchen. Thor. Thor Ragnarok.
Sprinten, wenn du Energiedrücke laufen. Ah, okay. Ah, okay. Guck mal in die Charakterentwicklung. Wir haben schon wieder ein bisschen was dazugekriegt. Okay. Ich sammle erstmal ein bisschen, ne? Ich bin mal ein bisschen risikofreudiger. Kleines Mistvieh. Schlappriges Schwein. Okay, Fettmoppel. Warte mal kurz. Erstmal anheben. Hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Was brüllst du hier eigentlich so rum? Kratz einfach leise ab, Mann. Okay, es ist nur noch der Dicke. Ah, Mann. Ah, Erfahrungspopel. Geil. Einfach mal benutzen. Hey, was soll's. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Erfahrungspunkte bleiben doch aber was, ne? Warte mal. Ja, die bleiben. Sehr gut. Blob. Glück. Du brauchst mehr Glück, um von getöteten Gegnern bessere Belohnungen zu erhalten. Glück hilft dir auch, bessere Herstellungsmaterial zu finden. Okay. Geschicklichkeit erhöht den Schaden mit schnelleren Waffen, liefert aber auch eine leichte Steigerung der Energie. Überlieferung, okay. Inventar. Aha. Je größer sie sind, umso tiefer sie fallen. Das stimmt allerdings. Wollen wir mal kurz gucken. Versiegelte Rune, groß, unbekannte Rune. Ein riesiger Brocken Runenmaterial. Das Material resoniert mit einem bestimmten Runensymbol und nur ein geschickter Runenschmied kann seine Effekte enthüllen. Alles klar? Heiltrank, Geisterrufsplitter. Dieser Splitter wirkt unnatürlich. Du wirst das Gefühl nicht los, dass sich etwas im Inneren des Splitters beobachtet. Dabei ist es dein eigenes Gesicht. Der zentrale Kristall scheint aus Nebel oder Wolken gewirkt zu sein. Bei Berührung prickelt es in deinen Fingern. Du kannst seine Anwesenheit spüren, so als ob er Teil deines Körpers wäre. Phantomempfinden eines Glieds, das du nie hattest. Aber ich habe doch ein Glied. Feuerwiderstandsplitter. Bringt deinen Geist und dessen geschwächte EP sofort zurück. Erhöht deinen Feuerwiderstand für 30 Sekunden durch einen Sprung im Glas in Flammen im Inneren des Splitters sichtbar. Manche sagen, es sei die Uressenz des Feuers selbst, die in einem Kampf der Dimensionen gebändigt und in diesem Kristallgefängnis eingeschlossen wurde. Er ist glühend heiß und verletzt sich doch nicht.
Du fühlst, wie das Blut in deinen Adern kocht. Dein Magen steht in Flammen, doch es ist ein beruhigendes Gefühl. Du fühlst dich, als könntest du das Fegefeuer überstehen. Energiesplitter. Erhöht deine Energieregeneration für 30 Sekunden. Die Vitalität des Kuriers. Angeblich stärkt er den Körper seines Benutzers. Für eine kurze Zeit fühlt dieser sich, als hätte er mehr Energie. Der Splitter prickelt sanft und pulsiert in deiner Hand. So, als ob da drin verborgene Energie sogleich herausplatzen und ihr volles Potenzial entfalten würde. Magiesplitter. Der Splitter leuchtet blau und die Ränder des Kristalls sind scharf wie Eis. Er sieht aus, als wäre eine Flüssigkeit in der Bewegung festgefroren. Der Splitter leuchtet sanft und du spürst, wie die Magie in deinem Inneren mit der Macht in seinem reagiert. Der Splitter stellt bekanntermaßen die magische Kraft eines Zaubers wieder her. Okay. Interessant. Mönchstab, Stahlschwert, Beständigkeit, Großschwert. Okay. Unverhalten Gegenstand ausrüsten. Schaden ist hier 25. Mönchstab, Kampfstab, Schaden 25, Kraft, ne? Energie 110. Okay, ich glaube, ich muss dafür mal meine Energie oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay, da haben wir das. Das Ausgerüstete hat ein Häkchen, alles klar. Wir haben schön Bullshit gefunden. Ah. Dann nehme ich doch mal das. Alles, was mich verbessert. Schildrüstung 8, 1. Ich bleib erstmal dabei. Da ist nichts, alles klar. Physischer Schaden plus 2. Mönche willen möglicherweise Stäbe für die Verteidigung wegen ihrer großen Reichweite. Mit dem richtigen Griff ermöglicht er auch viele schnelle Hiebe. Ich bleib erstmal bei dem Schwert. Erstmal. Wir können das ja nach und nach mal ausprobieren. Ich finde Kasno. Wo ist er überhaupt hingelaufen? Bevor es so spät ist. Ach so, ich habe zum Glück kein Zeitfenster. Also keine Hektik und so. Hoffe ich doch mal. Hey, hilft mir bitte, öffne das Tor. Wenn es mir möglich ist, Bruder, werde ich dies tun. Ich dachte, der ist jetzt abgeschlachten. Achso, ich dachte, der würde jetzt gerade abgemuxt, weil er da so am Brüllen ist. Vielleicht habe ich das auch verwechselt mit jemand anderem. Vielleicht wurde jemand anderes abgeschlachtet. Oh, da sind viele Gegner. Toll. Da freue ich mich ja immens. Das kann ja was werden, ey. Oh, Schmuckkästchen. Ja, komm schon. Oh, puh, anstrengend. Ihr da, helft mir, bitte. Was ist mit deiner Hand passiert?
Spinnengift! Es brennt, als hätte mich Adir selbst berührt. Du musst die Wunde aufschneiden und das Gift raussaugen. Zu spät! Es hat sich schon ausgebreitet. Dann kannst du die Ausbreitung nur verhindern, wenn du das vergiftete Glied von deinem Körper abtrennst. Ihr wollt, dass ich mir den Arm abschlage? Ihr seid des Wahnsinns! Dann grüß die Richter von mir, wenn du vor sie trittst. Das kann ich nicht tun. Ihr müsst es tun. Ich werde es tun. Ich tue es nicht. Ich will es sehen. Na gut. Auf deine Verantwortung. Ein Geschenk des Gerichts, als Erinnerung an meine Sünden. Bitte, ihr könnt die Axt jetzt herunternehmen. Suchte ein Heiler. Wie komme ich in die Zitadelle? Verlassen. Ich hätte gerne gesehen, wie der Arm abfällt. Aber naja, man kann nicht alles haben. Du brauchst jemanden, der dich zusammenflägt. In diesem Zustand machst du es nicht mehr lange. Nun, ich bin der Heiler unter den Mönchen. Und ja, die Ironie der Lage ist mir bewusst. Dann hast du auch Heilmittel. Ja, hab ich. Sie sind im Laboratorium. Aber dort wimmelt es von Roga-Bestien. Es hilft nichts. In diesem Zustand schaffe ich es nicht dorthin. Nimm diesen Trank. Hilf dir selbst. Ah, wir sind ein nettes Arschloch. Ja, nimm das. Wir können uns ja jederzeit neu holen. Hey. Aber nicht viel verloren. Ja, keine Angst, mein Freund. Dir tue ich nichts. Da können wir rein. Da können wir rein. Ich möchte erstmal noch mal kurz gucken. Wir können ja hinten auch nochmal hoch. Ah, da war auch ein Krach da hinten. Meine Fresse, ey. Na, wenn man sich mal kurz, ne? Komm her, Bastard. Wieder den falschen Knopf. Ah! Mit Zeitlupe. Geil. Her damit. Was auch immer ich hier geklaut haben. Streitachs des Marodeurs. Großachs. Haben wir ihm einfach die Waffe geklaut? Er hat ja eh keine Verwendung dafür. Er ist tot. Wenn ich da nicht die... Dann mache ich doch da den... Ich gehe erstmal nach unten, ne? Erstmal ins Laboratorium. Oh, das Laboratorium. Aber vorher... Auf Nummer sicher gehen. Ich mache erstmal noch ein bisschen einen auf feigen Sitz, besser, bevor ich mir was traue. Ich muss ja erstmal das Kampfsystem ein bisschen raus haben. Okay. So, aber den. Vitalität, Glaube, Ausdauer. Wirkt sich auf die Energiemenge aus, die dir zur Verfügung steht und verbessert deine Fähigkeiten, schwere Ausrüstung zu tragen. Mhm. Die Menge magischer Energie, die dir für Zauber und den Magierhandschuh zur Verfügung steht, verstärkt außerdem den Schaden magischer Waffen.
Der Menge wirkt sich auch leicht auf die Wirkung von Heiltränken. Da tut sich ja echt viel. Okay. Ich glaube, ich mache da nochmal den hier. Bam, bam. Levels, okay. Ein bewegungsloser Klon, der die Gegner auf sich zieht, stellt einen Teil deiner Gesundheit mit der Zeit wieder her. Mhm. Muss mal kurz gucken, wie... Einmal den hier. Okay. Wie war das nochmal mit dem Zauber einsetzen? Mit Klick neben wechseln, gedrückt halten, interagieren. Zauber wechseln, gedrückt halten, ausgewählten Zauber benutzen. Ah, so war das, alles klar. War mit Kreis. Krieg ich schon irgendwie hin. Keine Angst. Wir machen erstmal weiter. Das Gute ist, man lernt nach und nach alles kennen. Man wird nicht sofort überhäuft mit allen möglichen Klamotten. Schnauze und stirb. Konnte mich nochmal hitten, ey. Okay, ich mach mal über den. Mit dem Schild finde ich irgendwie besser, dann haut er schneller drauf. Ja, wie das Ding wegfliegt. Alles klar. Aber ich glaube, er hört mich. Ja, machen wir mal den hier. Soll ich die geben wegen den Zaubern? Nein, erstmal nicht. Wenn ich irgendwann verzweifle, weil ich nicht weiter weiß, dann kannst du mir gerne einen Tipp geben, aber so erstmal nicht. Was ist das denn? Was für eine ekelhafte Missgeburt. Das sah aus wie eine Spinne und ich hasse Spinnen. Hat auch gequäkt wie eine Spinne. Natürlich nicht. Zeig mal. Ja. Heißes Blut. Brustpanzer leicht und heißes Blut der Helm. Alles klar. Mein Freund, ich mache das Laboratorium wieder sicher für dich. Du kannst nicht nur einen Verbrauchsgegenstand benutzen, indem du, sondern auch durch kurzes Drücken von zwischen deinen wichtigen Gegenständen wechseln. Wenn du im Inventar um deinen Favoriten festzulegen. Tipp, begrenze die Anzahl deiner Favoriten, um den schwierigen Kampf zu. Alles klar. Inventar. Heiltrank ist ein Favorit, das ist ein Favorit. Okay, Feuerwiderstand.
Alles klar. Oh. Mhm. Wir nehmen mal die Axt. Ich möchte die mal ausprobieren. Die war ja vorhin echt schön. Wir haben damit schon mal einen Arm damit abhacken können. Irgendwie nett. Heißes Blut. Ich mach mal überall das Neue weg, damit das nicht so leuchtet und schwabert und wabert. Haben wir da auch einen besseren Überblick. Okay. Ich glaube, ich hatte das gar nicht daran. Kann das sein? Ist auch egal. Ja. Alles klar. Rasti, Mann. Der alte Rasti, ey. Nordmauer unter der Brücke. Okay, nichts drin. Wir lassen ihn da hinten mal kurz noch leben, weil wir unglaublich nett sind. Achso, das ist so ein Heckengeschütze-Typi. Schnauze und Ex. Ja, mit euch Gruppzeug will ich nichts zu tun haben. Außer euch zu töten. Nördlicher Wachturm. Ist hier jemand? Ich hab das Gefühl, ich gehe schon wieder viel zu richtig. Da ist jemand. Und was für ein jemand? Ein sehr ungehobelter jemand. Der Sack. Neunte Nachtwache. Wie konnten die Roga ins Innere der geheiligten Mauern der Abtei gelangen? Sie sind aus dem Nichts erschienen. Auf dem Friedhof wimmelt es von ihnen. Ich muss die anderen warnen. Interessant. Offenbar darf ich das nicht öffnen. Bleib einfach liegen. Alles klar. Haha. Mitnehmen. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben. Er sieht mich natürlich schon. Ich mache es schon wieder. Blöd, Mann.
Ich bin nicht gerade der beste Kämpfer. Meine Fresse. Puh. Geh gleich mal wieder zurück und heil mich nochmal. Ach, wir sind jetzt hier drüben. Ah, okay. Wir sind die ganzen Pisse einfach umgangen. Das geht ja mal gar nicht. Ich geh mal wieder zurück. Heil mich nochmal hoch. Und werde dann die Brücke aufräumen. Geht ja mal gar nicht. Die fallen an, und das sind nicht gerade die hellsten Gegner. Ja, das merkt man. Manche haben echt nicht viel im Oberstübchen. Ja, mal kurz dem Mönch nochmal Hallo sagen. Danke. Falls wir es tatsächlich beide in die Zitadelle schaffen, werden sich unsere Wege nochmals kreuzen. Alles klar, ich bin gespannt. Aber zuerst, ne, das Wichtigste überhaupt, heilen! Es ist mal ein Spiel, bei dem ich mit Bedacht spiele. Das ist interessant. Eine völlig neue Erfahrung für mich. Ja. Ich kann damit leben, wenn ich nicht mal das Imbalut kriege. Dafür lebe ich dann halt länger. Haha. Und jetzt holen wir erstmal Erfahrungsproben, indem wir die Brücke aufräumen. Mit der Axt, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bleib lieber beim Schwert, ne? Ich glaube, das Schwert war besser. Für meine Verhältnisse. Wissenswerstand. Mhm. Weniger Damage, aber klappt besser. Na, wollen wir mal. Ja, komm. Ein bisschen anstrengend, aber hey, wir sind mächtig im Training. Mann, Leiche. Warte hier. Ich mach das. Ja, genau so macht man das. Ja. Und die Reichweite ist der springende Punkt, weswegen ich, glaube ich, lieber erstmal mit dem Schwert weiterkämpfe. Ich bin nicht so der Axtmann. Okay, da unten ist nichts. Es ist nur hier links der Schleichweg. Ignorieren die mich? Ignorieren mich! Geht aber gar nicht. Okay, die Hackfressen kann man ja easy umklatschen. Einmal öffnen. Nehmen. Aha. Ordentlich was abgelootet. Geil. Ich würde gerne wissen, wie man da unten die eine Kiste aufmachen kann. Ich gehe nochmal runter. Hier. Ich möchte auch nur mal anmerken, es sieht auch alles echt geil aus. Das Spiel ist wirklich schön geworden. Ja, so eine Wurf, ach, so eine Leviathan-Axt, das wäre schon irgendwie super stylisch. Und dann am besten noch so ein paar Chaos-Klingen, mit denen man einfach alles zerschnetzen kann. Öffne die Truhe, indem du eine Rune platzierst. Ah. Okay, interessant. Helm, Mittel. Mal kurz gucken. Eine unbekannte Rune. Können wir erstmal nichts machen.
Er verleiht dir einen zusätzlichen Attributspunkt. Ein enorm mächtiger Splitter, den Mönche und Gelehrte verwenden, um in höhere Bewusstseinssphären aufzusteigen. Die geflüsterten Geschichten über den Kristall sind immer die gleichen. Der Splitter führt die Mönche in Versuchung und will, dass sie die darin enthaltene Essenz freisetzen. Die ungebändigte Energie will nicht in diesem Kristallkäfig eingeschlossen bleiben. Deeper Shit. Bumm. Voll geil. Also den werde ich auf jeden Fall gerne direkt immer wieder verwursten. Komm, wir brauchen noch mal ein bisschen Glück. War geschenkt, hey. Mal kurz gucken. Wir haben hier neue Sachen. Ein bisschen mehr Gewicht. Rüstungswert. Ist besser als das aktuelle. Und auch das ist besser. Nehmen wir einfach mal. Passt schon. Mal ein bisschen mehr Gewicht. Aber auch besseren Rüstwert. Mach ich einfach mal. Weil ich es kann. Haben wir auf jeden Fall mehr, ein bisschen mehr Gewicht. Ich nehme es erstmal. Komm, machen wir. Scheiß drauf. Es funktioniert ja. Okay, dann haben wir das hier. Dann können wir wieder nach oben. Wir müssen ja immer noch Kaslo finden. Ich will mal Carlos sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Oh Mann. Alles klar. Können wir hier... Hier ist kein... Da! Hebel. Ja, mit Schmackes. Alles klar. Läuft. Shortcuts. Ich liebe Shortcuts. Was leuchtet hier so doof? Das sieht interessant aus. Magiehandschuh. Schon besser. Der Magiehandschuh ist eine einzigartige Waffe. Er nutzt magische Energie für verschiedene Distanzangriffe. Experimentiere mit allen drei Feuermodi. Tipp, es lohnt sich auf jeden Fall, ihn später zu modifizieren. Doch nicht das laufende Bollwerk. Ja, Mann. Jetzt erinnere ich mich wieder, der Energiehandschuh, den habe ich mit dem Infinity Gaunt etwa verglichen. Stimmt, ich glaube, das war hierbei. Interessant. Wenn ich jetzt noch weiß, wie man den benutzt... Okay. Nicht genug Maggi. Okay. Maggi regeneriert sich ja langsam, aber sicher selber. Einer hätte völlig gereicht. Alles gut bei dir? Oh, alles klar. Alter, kleiner Wichser, ey. Komm her. Ja, aber wenigstens Ruhe beim Fighten.
kleine Missgeburt. Ich bring dich um. Ich schlacht dich ab, ey. Gib her. Hast dafür keine Verwendung. Wie der mich überall trifft. Aber einfach mal den hier. Macht gut Damage. Das hat echt gut Damage gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dämlicher Wichser. Mit Magifix wird alles besser. Das stimmt. Außer das Essen. Da haben wir so ein Kontrolldingens. Na, erstmal hier ein bisschen umgucken. Mächtiger Antanas. Ich habe Anzeichen eines Roga-Herrschers gefunden, der für seinen Stolz auf seine körperliche Hülle bekannt war. Und sein Schild war ein Meisterwerk der Schmiedekunst. Es ist seltsam zu lesen, dass ein Herrscher auf solche Dinge Wert legen würde. Es ist kein Wunder, dass er in all den Schlachten, die er führte, was für ein Schlagabtausch. Okay, es war nur der eine. Werde ich es jemals hinkriegen, nicht immer versehentlich meine Option da hin und her zu klicken? Ich glaube nein. Guck mal, Ambas. Nicht angreifen. Öffnen. Ja, was war da Schönes drin? Okay. Kurzschwert, alles klar. Guck ich mir gleich mal an. Und zwar jetzt. Kurzschwert. Schadenkraft, Energie, Gewicht. Dann war hier Handschuh, Magie-Handschuh, Granate, Geschoss, Druckwelle. Indem du deinen Magie-Handschuh auf Geschoss einstellst, kannst du ihn als schnellfeuernde Magie-Waffe benutzen. Weitere Anpassungen sind möglich. Der Explosionsmodus deines Magie-Handschuhs ähnelt dem Wurf einer Bombe. Die Wirkung auf Gegner kann je nach Herstellung unterschiedlich sein. Die Reichweite ist im Stoßmodus nicht sonderlich groß, doch der Schadenskegel und die Chance darauf, den Gegner zu töten, sind beachtlich. Leerer Sockel, alles klar. Ich bleib erstmal bei dem hier. Okay. Ja, finde ihn, bevor es zu spät ist. Castro wird schon überleben. Bin ich fest von überzeugt. Aber her damit. Peinhammer. Splitter und Leben. Ach man. Wir finden so viele Sachen. Mehr Schaden, mehr Gewicht. Okay. Ein Treffer mit dieser Keule löst ein seltsames, taubes Gefühl aus. Natürlich zusätzlich zu den unerträglichen Schmerzen. Oh, dieser Schmerz.
Kann man ja mal ausprobieren. Später mal zwei, später Verbrauchsgegenstand, auch bekannt als das Auge von Annus Thekeles, während des finsteren Zeitalters der Hysterie rettete Annus Thekeles mit seiner Magie und seinen Weissagungen die Menschen, deren Haar zu Spinnennetz und deren Füße zu Schweinehufen geworden waren, und verlieh ihnen Widerstand gegen dunkle Magie. Der Splitter fühlt sich warm an und schickt heiße Wellen durch deinen Körper, die auf den richtigen Frequenzen resonieren. Magiewiderstand, 30, alles klar. Magie. Ja, das lassen wir auch schon weg. Ja, Donny packt den dicken Prügel aus. Alles klar, machen wir mal hier. Ah, okay, jetzt bin ich hier. Ja, genau. Ah, guck mal. Mächtiger Antanas, meine Nachforschungen sind beendet. Ich wage zu behaupten, dass dieser Panzerhandschuh nur einem Zweck dient, sich zu diesem... aber hervorragend eignet. Er verschlingt den Hass wie ein hungriger Löwe und speit ihn wieder aus, wie ein Drache es mit Feuer tut. Sein Träger kann ihn wie eine schreckliche Waffe einsetzen. Doch darf seine Seele nicht rein sein. Eine gebrochene Seele würde den größten Nutzen daraus schöpfen. Ah, oh, da ist er ja. Los, sag mir, wo es ist. Wo ist was? Ach, verschwinde. Das geht dich nichts an. Lass ihn fallen. Lass ihn nicht fallen. Ich weiß nicht, was du willst. Aber von einem Toten bekommst du keine Antwort. Ist anscheinend dein Glückstag, Prediger. Was wobei, lass ihn was fallen, passiert wäre? Das sind alles Lügner und Verbrecher. Anstatt zu helfen, haben sie meine Familie bestohlen. Und keiner weiß, was sie mit der Wegpforte anstellen. Jedka. Mit der Wegpforte? Die Mönche haben dich bestohlen. Hab sie immer für Bücherwürmer gehalten und nicht für Langfinger. Das hier ist eine Abtei, kein Zutritt für Frauen. Ah, natürlich. Mit der Wegpforte? Eine Tür zu unerreichbaren Orten. Orten, die Geheimnisse verstecken. Geheimnisse von großer Macht. Warum glaubst du, dass es so eine Pforte wirklich gibt? Es steht im Buch der Ahnen. Und das Buch lügt niemals. Natürlich. Mit der Wegpforte? Eine Tür zu unten. Warum glaubst du, dass es so eine Pforte wirklich... Es steht im... Okay, wir können es auch skippen. Die Mönche haben dich bestohlen? Hab sie immer für Bücherwürmer gehalten und nicht für Langfinger. Sei kein Idiot. Die Männer hier drin sind genauso verdorben wie die Menschen draußen. Sie haben die Dorfbewohner bis zum Tode geschröpft. Sie denken, die Menschen vergessen das. Und die Wahrheit wird mit den Leichen begraben, die sie auf dem Gewissen haben. Aber da liegen sie falsch. Ich weiß, was sie getan haben. Okay. Das hier ist eine Abtei. Kein Zutritt für Frauen. Verbrecher dürfen auch nicht hier rein. Trotzdem stehst du hier. Wenn das ein Verhör werden soll, dann erzähl mir von dieser Sternkarte auf deiner Visage. Nicht? Dachte ich mir schon. Also haben wir beide unsere Geheimnisse. Die lässt mich nicht mal antworten. Ich muss los. Wie du willst. Wie du willst. Okay. Was für eine Olle, ey. Aber benutzen. Alles klar. Dann machen wir jetzt erstmal hier weiter, oder? Okay. Es gibt einfach einen Hebel. Achtung! Da sind Monster auf deiner Seite des Tors.
Was du nicht sagst. Okay. Den ersten haben wir gleich weg. Wie der feige Pisser jetzt im Kreis rennt, ey. Heiuiui. Wichser. Nicht schon wieder. Alles klar. Willkommen. Ich habe ja auch gerade nur, ne, meinen letzten Heil und so weiter. Ich glaube... Schlechter. Komm mal. Alles klar. Okay, zwei Schnitte, die durch die Luft schneiden. Okay, das war die Kommandant. Okay, wenn er den macht, dann... Okay, ist nur ein Schnitt. Der variiert das also. Alles klar. Großartig. Darauf kann man nur warten. Alles klar. Mist. Ja. Alles klar. Fuck it. Ich glaube, ich werde gleich erstmal sterben. Gucken, ob das bei dem auch funktioniert. Nein, tut es nicht. Doch, tut es. Das ist ein bisschen nervig. Okay, das werde ich auf jeden Fall verkacken.
Fick dich, ey. Scheiß Wichser. Wir reden auch damit, dass da auf einmal so ein Schwachmat auftaucht. Toll. Großartig. Lass mich mal kurz in Ruhe. Okay, wir können die wenigstens wieder zurückholen. Das ist schon mal ganz gut. Mist. Aber wir machen 2 Damage, wenn wir das so machen. Ha, Treffer. Alles klar, komm her, Wichser. Wird einfach schon Klopf, weil ich ein Profi bin. Ja. Puh. Alles klar, Drago. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Drück mir die Daumen, dass ich die beiden Hongs hier schnell erledigt kriege. Wow, 1 Damage. Geil. Mist, verdammter. Nein, was machst du da? Noch in der ersten Phase, möchte ich nur mal anmerken. Schnauze, Dicker. Das ist nervig. Aber wabbelt doch irgendwas. Also einfach nur Rauch. Okay, ein kleiner.
muss ich leider was saufen. Scheiße. Gut, wenn er sehen macht. Da kommt die nächste Pissbratze. Okay, ich werde gleich wieder sterben. Wenn man wenigstens irgendwie Heilung kriegen würde, wäre das Ganze ein bisschen angenehmer. Aber naja. Man darf sich nicht zu viel erhoffen. Lass dich mal ablenken. Oder auch nicht. Na, jetzt hört es natürlich auf. Perfekt. Wenn der Kommandant mal wenigstens ohne Unterstützung kämpfen würde, ne? Arschloch. Das war's gleich wieder. Oh, es ist zum Kotzen. Das würde sich, ich muss das schaffen, ansonsten bleibt meine ganze Erfahrung wieder auf der Strecke liegen. Und das war's. Fick dich! Meine Fresse, Alter. Geschoss haben wir drin. Mal ein bisschen hier rumgucken. Rüstungswert, da haben wir schon das Beste, was wir haben können. Da glaube ich, da auch. Bisschen mehr Rüstung. Dann gehen wir noch mal da rein, um zu sterben. Gehen wir auf den Sack. Läuft super. Beste
Waffe, die ich jemals eingesetzt habe. Kann man nicht anders sagen. Okay. Auf jeden Fall schnell drauf. Mist. Das ist doch voll der Low-Bob-Angriff, ey. Okay, weißt du was? Die Kacke nehme ich wieder raus. Das gefällt mir ja überhaupt nicht. Nehme ich über den hier wieder. Warte mal, muss ich eigentlich gegen den kämpfen? Kann ich nicht einfach wieder abhauen? Tschüss, leck mich. Aua. Nö, ich muss kämpfen. Fick dich doch, ey. Okay, der Stab ist gut. Der ist echt schnell, der Stab. Diese kleinen Bastarde nicht immer werden, ne? Na komm, kämpf sauber. Mist. Wichser. Was verstehst du unter sauber kämpfen? Klar, wo kommt der nächste Spaten? Das nervt, ey. Na komm. Okay.
Hilfe, ich kann nicht alleine kämpfen. Okay. Das war ja mal nice. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich hab's gemacht. Mist. Arschloch. Ich hab keinen Bock, jetzt in der halben Ewigkeit gegen diesen Wichser kämpfen zu müssen. Oh, was für ein Wichser, Mann. Boah, ist das ätzend, ey. Heiltrank, nur ein, ganz geil. Feuerwiderstand, Energiesplitter. Okay. Das hau ich da mal mit rein. Erhöht die Magieregeneration. Feuerwiderstand erhöht den Blitzwiderstand. Erhöht deine Magie wieder für 30 Sekunden. Okay. Mal wieder versuchen. Meine Fresse. Oh, das war gut. Mach du mal ruhig, Dicker. Mist. Ah, Mann. Er hört aber auch immer auf zu sprinten. Das ist nervig. Und das war jetzt für die Regeneration? War es richtig? Komm, mach mal was. Das ist mein Mönchstab. Ah, ist das ein Arschloch. Natürlich verzogen. Meinst du, dass er das bringt? Natürlich hat er noch was getroffen. Oh. Falsch! Ah, ätzend! Ich
drücke immer den falschen Knopf, das nervt ein bisschen, weil ich doof bin. Da schon wieder. Oh Mann. Gott, da wäre er angedackelt. Kleine Stricher. Keine Ahnung, was mir das bringt. Was läuft schon besser? Mit der Waffe bin ich ein bisschen besser dabei. Schon wieder, Mann! Genau, mach den. Sehr gut, lass dich treffen. Was? Zwei? Einer Wichser. Ruft der immer mehr, ey, es reicht zum Kotzen. Was soll man das bringen? Ich trinke es einfach. Mann. Ja, genau, mach den. Vielleicht kriegen wir ihn diesmal, wenn wir weiter aufpassen. Vielleicht aber auch nicht, wenn er sich jetzt wieder seine Beppos hier holt. Puh, gut, dass der andere so langsam ist. Mist. Komm, ich werde es hinkriegen. Nein! Da nochmal angegriffen, der Pisser. Gerade echt auch spannend, möchte ich nur mal anmerken. Ah, oh, fuck, Mann! Oh, was ein Wichser! Oh. Ich will den Wichser umbringen! Es ist doch nicht wahr! Ah.
Erhöht deine Energieregeneration für 30 Sekunden. Verbrauchsgegenstand. Die Vitalität ist kurier. Boah, ätzend. Kleines, dämliches Arschloch. Aber haut doch mal sein Schild in die Fresse. Komm, diesmal schaffen wir es aber. Dreht er sich einfach um. Bastard. Wo haust du denn hin? Na komm. Hab gehört, jetzt kriegen wir ihn. Erste Viertel ist weg, schon mal etwas, und ich bin noch ein bisschen gut bei Health. Ja, so muss das, so muss das, Alter, guck dir das an, guck dir das an. So schmeckt mir das. Dann diese kleine Mini-Arschkrampe hier. Hey, 3 Damage, immerhin, ne? Mist. Natürlich, mit was denn? Als wenn da noch... Ach, fick dich, ey. Ja, Wichser. Ich bring dich um. Und deine Mutter. Au. Oh, es ist wieder 2. Mann, das ist nervig. Komm her, du hässlicher Gollum. Aber schön auf die Ausdauer achten. Und die Defense. Der blöde Wichser, ey. Boah, ist der nervig, Kommandant. Ich kann verstehen, warum
Er meinte, oh, nicht schon wieder. Der letzte war ja schon ätzend. Dann nehmen den. Wenn du es nicht anders willst. Ja, komm. Ja, komm. Das war dumm. Verschenktes Angriffspotenzial. Wenn er seine Gollums nicht hätte, ne? Aua! Arschloch. Jeder Damage ist guter Damage. Einfach nur, weil ich es kann. Ja. Sehr gut. Mach dummes Zeug, so wie das. Schmeck mein Infinity Gauntlet. Was? Warum? Ja, komm. Was? Ich hab doch. Ich hab mich doch verteidigt, du blöder Hurensohn! Meine Fresse! Boah, was für ein Bastard! Was für eine Arschgeburt, ey. Hab mich ja nur verteidigt, aber hey. Gib mir meine Erfahrung wieder. Auf jeden Fall mal die starken Angriffe auch mal auspacken. Na komm. Das Gute ist, langsam kriegen wir raus, wie die alle sich so ticken. Wir lernen sie ja langsam auch ein bisschen persönlich kennen. Und schließen sie ins Herz. Oh. Ne? Kommandantenwichser. Der wichsende Kommandant. Das ist sein Spitzname. Warum macht er das immer dann, wenn ich gerade mit dem Infinity Gauntlet draufschießen möchte? Das ist voll gemein. Na komm. Natürlich. Ich hasse dich. Dich und deine ganze Sippschaft. Verdammter.
Na komm. So muss das, Mann. So muss das. Kommt die kleine Arschkrampe wieder. Voll gut. Es geht doch. Langsam läuft's. Langsam kommen wir endlich dahinter. Arschkrampe dabei. Friss das. Ich trink mal, ne? Habt ihr auch lieb? Ja. Friss das. Genau, dreh mir den Rücken zu, komm schon. Zeig mir deine Rippchen. Nicht die Konzentration verlieren. Hm, mach mal. Knie ich doch mal wieder hin. Weißt du, ich geh. Ach, leck mich, ey. So, Mikro. Ja, komm. Blöder Hund. Das ist im Kreislauf die ganze Zeit, ne? Zum Glück gar nicht nervig. Jetzt am Ende wird er nochmal richtig nervig, ey. Der macht auch nicht mehr seine dummen Moves, wo er sich dann schön dem Angriff preisgibt. Machen wir was Dummes. Komm schon, ich kann doch nicht ewig warten. Mist. Bis der Handschuh aufgeladen ist. Endlich, Mann. Stirb!
Yes! Oh! Endlich! Boah! Au, nein, was ist denn jetzt schon wieder? Boah. Kommandant, Halleluja. Hey, da sind Monster. Fotze. Raue Schale, weicher Kern. Oh, es ist vorbei. Meine Fresse, Alter. Mal hin da. Den hier. Turmschild. Rüstungswert, okay, ein bisschen mehr. Ballons, Gewicht auch deutlich mehr. Uiuiui. Fallspitze. Schaden 2. Wow. Läuft. Dafür haben wir den Arsch aufgerissen. Jetzt können wir erstmal wieder ein bisschen runtergehen. Ja, das passt soweit. Weil wir nicht so viel Gewicht mit uns rumschleppen müssen. Boah, alter Lachs, ey. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? 6000, natürlich. Huhuhu. Geil. Da bist du wieder. Lustig ein wenig nützlich zu machen. Ich suche einen Dolch. Ein altes Ding. Nicht viel wert. Und verrostet ist er auch. Hast du ihn zufällig gesehen? Warum sollte ich es dir sagen? Sehe ich aus, als ob mich das interessiert? Du hast gesagt, du suchst nach der Wegpforte. Was willst du mit einem alten Dolch? Du hast gesagt, du suchst nach der Wegpforte. Was willst du mit einem alten Dolch? Bloß ein Erbstück, an dem ich aber sehr hänge. Mit Natürlich. Hilfe meines Buchs der Ahnen kann er mich zur Wegpforte führen. Aber, klingt das, als ginge es dich was an? Nein. Also, entschuldige mich. Boah, ist die Fotze nervig. Und selbst wenn ich ihn gesehen hätte, warum sollte ich es dir sagen? Weil ich eine Menge über diesen Ort weiß, du zu groß geratener Haudegen. Dinge, die dir nützlich sein könnten. Ein Rätsel. Wer hat den Schlüssel, der einen geheimen Zugang zu den Katakomben öffnet? Zerbricht dir nicht dein Dickschädel? Ich natürlich. Dann kann ich dich hier einfach umbringen, mit den Schlüssel nehmen und deine Leiche vergewaltigen. Sicher, als ob mich das interessiert. Sehe ich aus, als ob mich das interessiert. Du siehst aus wie der schlimmste Albtraum meiner Mutter. Große Klappe für ein kleines Mädchen. Das kleine Mädchen bricht dir gleich das Genick. Ich bin Jetka. Kleine Mädchen kommen nicht weit. Natürlich. Was auch immer. Geh mir auf den Geist. Geh lutschen. Oh Mann, wir haben es geschafft. Ja, Mann, hier. Oh, geil. Puh, war das Hardcore. Meine Fresse, Alter. Ja, wir machen den hier. Dann machen wir nochmal den hier. Ich glaube, dann mache ich nochmal den hier. Eine dich umgebende Kraft, die deine Angriffskraft erhöht, sowie Energiebeschränkungen aufhebt. Ah, alles klar. Rammeln. Ein mächtiger Sturmangriff, der Gegner nicht nur Schade, sondern sie benommen machen oder zu Boden helfen kann.
Ich bin noch nicht so weit vom Level her, ne? Wo kann ich denn mein Level nochmal einsehen? Überlieferung. Ach du Heil, ja. Level 15. Hey. Den. Ausrüstungsgewicht. Einen habe ich noch, glaube ich. Die. Ja, komm, machen wir mal. Warte mal. Das muss ich, glaube ich, auf 12 leveln. Okay. Dann mache ich das mal so. Dann müsste ich das dann gleich machen können. Weil das hätte ich schon, ich hätte schon gerne die Rage. Es ist echt interessant, wie das alles funktioniert. Echt cool. Das Spiel macht schon ziemlich Spaß. Spaß! Gut, dann haben wir... Eine Map wäre ganz gut, ne? Damit ich weiß, wo ich bin. Er hat natürlich auf zu sprinten, na klar. Du entkommst mir nicht. Arschloch. Warum waren da wieder neue? Ich bin nur ein paar Mal gestorben. Ist doch kein Grund, wieder alles neu zu spawnen. Der war mal her. Mann! Ich bin voll erschrocken. Ja, leide, du Missgeburt. Eieiei, hat mich voll erschrocken, ey. Hat man zum Glück gar nicht gesehen. Ich bin doch nicht schreckhaft. Ich doch nicht. Nein. Diese kleine Arschkrampe. Alter, bist du hässlich! Was? Geh mal kacken. Alles klar. Widerlich, ey. Widerwärtig wie die Hölle. Ich hasse Spinnen. Der Heiltrank wäre ganz nett. Irgendwas zum Heilen?
Ich geh mal eben hoch mich heilen. Keine Gegner. Sauber. Eine Spinne auch noch. So ein Riesenmoppel. So ein fetter Goliath. Ekelhaftig. Boah, ich bin feige und ich mach mal lieber den hier. Benutzen. Okay. Speichern lässt die Pisser nicht wieder neu spawnen. Das ist schon mal sehr gut. Dieldesta, hallöchen. Willkommen im Stream. Ah, da kann ich ja weitergehen, war das. Ich möchte mich aber erstmal hier unten umgucken. War da unten noch irgendwas? Hier geht's runter. Genau, hier die Tür. Öffne dich. Ich habe ein Geschenk dabei. Den endgültigen Tod für dich. Du widerliches Rotzpopelgelumpe. Ah, okay. Da muss man also. Man muss ihn zweimal töten, sonst bringt's nichts. Alles klar. Die Tür ist verschlossen. Da bin ich ganz verdrossen. Mann. Finde ich nicht nett. Ich glaube, wir finden hier aber auch nichts mehr, ne? Irgendwie ist der Sound hier in dem Raum echt komisch. Er macht keine Geräusche, die Angriffe machen keine Geräusche. Alles sehr merkwürdig. Was nichts daran ändert, dass das Spiel irgendwie voll bockt. Naja. Ah, dann gehen wir mal hier längs. Die Hauptmauer. Achso. Genau, von da sind wir gekommen. Shortcut und so, alles klar. Dann können wir nur hier weiter. Okay. Weil ich jetzt kann. Dann setzen wir mal unseren Weg fort. Finde Kaslo. So können wir hier aber nichts mehr finden, ne? Schönes Spielzeug. Alles klar. Sieht aus wie ein großes Tor. Verlassen? Ich will nicht verlassen. Dann gucke ich mich erstmal noch ein bisschen hier um. Überall lauert der Tod. Denkmal. Geh aus dem Weg! Ich suche einen Mann namens Kaslor. Moment mal. Ich kenne dich. Du solltest im Gefängnis sitzen. Jeder kennt deine Verbrechen. Der Hauptmann, ich suche einen Mann namens Kaslor. Lang ist es her, Hauptmann. Du bist ein Tier und gehörst in einen Käfig. Was? Was hast du hier unter den Tapferen zu schaffen? Kaslor war ein Idiot, dich rauszulassen. Ich bin hier, um meine Arbeit zu tun. Falsch. Meine Männer sind hier, um ihre Arbeit zu tun. Ich kann nur raten, warum du wirklich hier bist. Aber sicher hat es mit Beute zu tun. Irgendwas von Wert gibt es hier sicher für dich zu holen, was? Glaub doch, was du willst. Pass lieber gut auf dich auf, Harkin. Ich will in die Zitadelle. Ich suche jemanden in der Zitadelle. Vielleicht hat Kaslor keine andere Wahl gehabt, als sich mit einem wie dir einzulassen. Aber mir reicht ein Blick, um zu erkennen, was du wirklich bist. Bleib schön hier draußen. Er sucht nach dem Ort, von dem aus die Roga in die Abtei eindringen.
Geh zum Friedhof. Du hast hier Feinde. Und zwar nicht nur die Roga. Geh jetzt und bleib von mir und meinen Männern fern. Ich garantiere für nichts. Ich wollte noch fragen, ob der wieder wird. Wie haben die es überhaupt geschafft, so weit zu kommen? Ich meine, wir sind mehrfach gestorben. Und wir sind Harkin. Merkwürdig, sehr merkwürdig das Ganze, aber hey. Ah, guck mal, das wäre so ein Portalgedingse. Großartig. Ich kann es betreten? Okay. Wahrscheinlich wegen dem Kommandant, oder? Oh, geil. Alter, was? Was sind das für Mistviecher? Und es ist so ruhig. Alles klar. Ich renne einfach mal dahin. Nein! Warum kriege ich Damage? Leute, lasst mich doch mal in Ruhe. Boah, das ist ätzend. Ich musste sogar extra meine Heilung versaufen. Ich glaube, ich werde gleich sterben. Aber dann verliere ich wenigstens nicht so viel Erfahrung. Aua. Aua, lass mich. Jetzt renn doch! Fuck, wie komme ich jetzt hier raus? Boah, wie assi ist das denn? Man findet sich ja gar nicht hier zurecht. Ja, lass mich hier raus. Ja, danke! Mann, was für ein Bullshit! Fick dich! Ganz echt, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Leck mich, ey. Boah, was ein Dreck, ey. Lade schneller. Mann. Kannst behalten, ey. Warum ist der Sound immer so scheiße? Sag mal, bist du behindert?
großartig. Spielt das Spiel ab? Willst du mich eigentlich verarschen, ey? Was ist das denn für ein Kack? Boah, großartig. Schön, wie die PlayStation ihre eigenen Spiele vernünftig abspielen kann. Toll. Leck mich am Arsch, ey. Ach, was denn, ich sag's. Du kannst mit zwei kleinen Waffen gleichzeitig kämpfen. Versuche mit ihnen zu... Ach, leck mich. Nicht mal die... Warum kann man sich das nicht zu Ende... Sag, willst du mich verarschen, ey? Ich will raus. Hurenbock. Warum kann man sich nicht die Tipps anlesen, durchlesen und dann kommt, wenn das Spiel geladen ist, drücke X, dann kannst du weitermachen, damit ich noch in Ruhe lesen kann. Schmuck, passiven, okay. Ich lege ihn einfach an, ich bin ja so ein schmucker Typ. Schmiert das Spiel einfach ab, das ist unfassbar. Unfassbar dämlich. Hammer. Okay. Hey, wir haben auf einmal wieder richtig Sound. Was ist denn da los? Ich nehme es mal kurz mit, ne? Stell dich doch nicht. Arschloch. Ist das Spiel abgespielt? Das fasse ich ja nicht. Ach, so einer wieder. Kleiner Hodenkopf. Dies ist meine vierte Nachtwache. Die ersten drei waren ruhig, bis auf die Gerüchte, die sich unter uns verbreiten. Gerüchte über die Roga. Sie sind nirgendwo zu sehen, doch da ist ein Leuchten am Horizont. Die Dörfer brennen und das Feuer könnte näher kommen. Ich glaube nicht, dass es noch viel länger ruhig sein wird. Ist ja grässlich. Dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. War ja auch noch ein Fettmoppel. War ganz wichtig. Hallo. Ich muss den Signalfeuerturm auf der anderen Seite des Friedhofs erreichen. Das ist Selbstmord, doch. Doch ich habe keine Wahl. Es ist unsere einzige Hoffnung auf Hilfe. Wenn es denn noch jemanden gibt, der helfen kann. Boah. Den haben wir. Sonst ist hier nix. Na, guck mal, da können wir wieder, ne? Und so. Erstmal was kaputt machen. Läuft. Nichts gefunden. Geil. Hier war aber sonst nichts. Ne? Okay, dann können wir erstmal weitergehen. Oh. Da ist ein Fettklumpen. Alles klar. Mini-Fettklumpen. Elendiger.
benutzen. Einmal kurz. Yay, mir fehlen 5 Punkte. Geil, so habe ich mir das vorgestellt. Fuck. 5 Punkte, toll. Die Lage gerät außer Kontrolle. Die Dorfbewohner sammeln sich vor dem Kloster und verlangen Zuflucht. Wir können keine weiteren hereinlassen. Sonst verhungern wir alle. Antanas hat uns befohlen, das Tor zu schließen. Ich verstehe seine Beweggründe, aber das sind Menschen. Er sollte sie retten. Man muss Prioritäten setzen. Spieltoter Mann. Keine Ahnung, wie ich das mache. Ich mache das immer zufällig. Aber es gefällt mir. Es ist ein stylischer Finisher. Hier den richtigen Weg? Ja, schon wieder. Zwar und stirb endgültig. Nein, das wollte ich nicht. Von der anderen Seite blockiert. Dann gehen wir einfach mal da rein. Schon wieder. Easy. Da haben wir nichts zu befürchten bei den Gegnern hier. Okay, neue Schilde. Falsch. Okay. Was haben wir hier? Giftwiderstand. Okay. Einmal öffnen. Gaslo. Ich werde dich bald finden. Tot oder lebendig. Ich werde dich finden. Das schwöre ich.
von der anderen Seite blockiert, aber wie komme ich denn da rin? Hier war ich noch nicht. Gut, dass die Scheiße nicht aufgeht. Ah, okay. Ist wieder ein Checkpoint und noch ein Arschloch. Ich kann auch snipern, wird man. Wir können jetzt zweimal schon schießen, weil wir so viel Zeug haben. Voll geil. Boah, noch so ein Portal. Ein Schmuckkästchen, das mache ich mal auf. Trotzdem, alles klar. Okay, und gleich zwei Heiltränke. Geil. Plopp. Ich muss ja erst den Glauben einmal hochballern. Jo. Mach ich mal beides. Nehmen wir einfach mal alles so mit. Typ. Hakin, da bist du ja endlich. Also. Schnell, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wo warst du? Was machen deine Wunden? Wo warst du? Ich war in der Zitadelle und konnte mit Antanas sprechen. Er sagte mir, dass die Roga ein Portal verwenden, um hier einzudringen. Die Roga-Herrscher dürfen unsere Welt nicht mehr betreten. Du musst durch die Wegpforte reisen und ihr Portal auf der anderen Seite zerstören. Mhm. Was machen deine Wunden? Einer der Mönche hat meine Wunden versorgt. Ich kann vielleicht keine Klinge schwingen. Aber verbluten werde ich auch nicht mehr so schnell. Also, was soll ich tun? Also, was soll ich tun? Wir müssen verhindern, dass die Roga-Herrscher in unsere Welt kommen. Das hier ist eine Wegpforte, Hakin. Der Ort, um den das ganze Kloster einst gebaut wurde. Von der anderen Seite aus gelangen die Roga hierher. Und wenn ich dort bin, wie kann ich sie aufhalten? Das Reisen durch Dimensionen erfordert große Mengen Energie. Halte dort drüben Ausschau nach einer starken Energiequelle. Warum hast du gerade mich aus dem Kerker geholt? Warum hast du gerade mich aus dem Kerker geholt? Verzweifelte Zeiten, Hakin. Ich habe dich und die anderen befreit, weil wir zähe Männer für eine schwere Aufgabe brauchen. Ich vergebe deine Verbrechen nicht, noch heiße ich sie gut. Aber nach dem, was du bisher getan hast, muss ich sagen, du schlägst dich ganz gut. Was ist deine Rolle bei all dem?
Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Welt nicht im Chaos versinkt. Und Antanas kenne ich schon seit Ewigkeiten. Genug geredet. Wir müssen herausfinden, wie wir Antanas Luft zum Atmen verschaffen können. Alles klar. Genug geredet. Gehen wir. Sichere erst dieses Gebiet, Hakin. Erst dann können wir weiter. Auf dem Friedhof ist ein Herrscher. Er muss besiegt werden, bevor wir fortfahren können. Hilfe. Ich will aber nicht. Großartig, ey. Ich nehme mal die Rage. Darf ich noch mal kurz was gucken? Ja. Außer noch mal erhöhen. Ja, das kann aber was werden, ey. Ab auf den Friedhof, das eigene Grab aussuchen. Toll. Jo, alles klar. Arsch anbeten. Das war dumm. Ich gebe es zu, es war dumm. Hä? Warum kann ich mich nicht bewegen? Was wegen dem Penner? Erstmal das Ali sammeln. Lass mich mal kurz hier machen. Der Friedhof wurde geplündert. Die größte Verwüstung findet man am Grab dieses Mörders. Des Mörders. Ist dies das Werk eines Räubers? Eben hat sich der Mörder aus seinem Grab erhoben. Niemand glaubt mir, aber diese verfluchte Seele muss zur Ruhe gebettet werden. Mist, was ich dann dem Scheiß. Kacke, ist nervig. Mann, ich... Meine Fresse, ist das ein Wichser, ey. Kacken. Lass mich in Ruhe. Man kann aber auch nicht ausweichen. Das ist doch scheiße. Alter.
Mann, ist das ätzend, ey. Und das war's. Meine Fresse, ist das ätzend, ey! Dämliche Wichser! Keine Ahnung, was er da macht, ey. Hä? Fick dich, ey! Alter. Das ist echt ätzend. Da. Menschlicher Schädel. Questgegenstand. Ah, okay. Ein menschlicher Schädel, der noch erstaunlich viele Zähne hat. Mhm. Toll. Ganz ehrlich, ich glaube, wir machen erstmal Feierabend für heute. Ich habe jetzt keine Lust, mich wieder jetzt eine halbe Ewigkeit mit so einem Penner rumzuärgern. Da hinten der Friedhof-Wichser, der Anbeter oder wie auch immer. Oh, was für ein Arschloch. Ich würde mal sagen, wir machen wirklich erstmal Feierabend. Das Spiel werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Jetzt nicht mehr weiß, in welchem Tempo, so wie God of War. Aber ich werde es weiterspielen. Vielleicht so alle zwei Wochen mal ein paar Stündchen oder einmal die Woche. Mal gucken, wie ich das handhaben werde. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich erstmal für heute Sense. Ich habe gleich noch was vor. Da kann ich noch was essen. Und ja, dann wünsche ich euch einfach mal, mal kurz gucken, alles klar, dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Abend. Wir sehen uns Mittwoch wieder, wenn wir endlich Detroit spielen, habe ich richtig Bock drauf. Und ich werde für das nächste Mal Lords of the Fallen den Download-Code hier einlösen, den ich jetzt fast in die Kamera gezeichnet habe, weil es dumm wäre. Auf jeden Fall den Download-Code werde ich auch einlösen, da haben wir noch ein bisschen Extras und so weiter und so fort. Bin ich gespannt. In dem Sinne, machen wir mal. Was ist das Ding? Staubig. Der Controller wurde auch lange nicht mehr benutzt. Hey, was warst du da? Gespeichert haben wir. Wir gehen mal zum Hauptmenü. Jo. Es ist nicht wirklich leicht, aber auch nicht, wer weiß, wie hardcore übertrieben schwer. Es macht echt Spaß. Es ist cool. Werden wir auf jeden Fall weiterspielen. Dann, wie gesagt, ne, ich blende mal den schlecht bezahlten Statisten, der nicht bezahlt wird, aus. Verabschiede mich und sage mal bis Mittwoch 14 Uhr, nicht 16 Uhr, Mittwoch 14 Uhr. Detroit Become Human. Da bin ich sehr geil drauf. Einen schönen Abend noch und bis Mittwoch. Tüdel!